Willkommen zu einem weiteren Part AC Valhalla mit dem DLC Die Belagerung von Paris mit meiner Wenigkeit, natürlich auf meinem Kanal, wo auch sonst. Ja, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte von dem Gebiet Arminiois geschafft zu sammeln. Jetzt werden wir den Raubzug machen und den restlichen Kram einsammeln. Zwei Rätsel warten noch auf uns. Hier ist eins schon abgebildet. Das letzte wird wahrscheinlich irgendwo noch in dem Gebiet hier sein, was noch nicht aufgedeckt ist. Dafür haben wir noch einen Aussichtspunkt. Und ja, generell, wenn wir das gemacht haben, holen wir den Schlüssel nochmal, den dritten im Bunde der Verborgenen. Damit wir schlussendlich ja das Haus der Verborgenen erkunden können, um generell reinzukommen, auch vor allem, ne? Ich habe keine Ahnung, ob hier gerade irgendwo was davon zu sehen ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist alles so klein und mickrig. Das kann man alles gar nicht lesen. Kirche der heiligen Genovia? Egal. Machen wir weiter. Ja, generell sieht mein Outfit auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe immer noch ein bisschen von dem Rudulfolk-Set an. Eigentlich nur noch die Rüstung. Die Armschienen sind vom Schnitter. Und der Rest ist vom Paladin. Ja, den Paladin würde ich ganz gerne anbehalten für den Rest des DLCs. Vielleicht ziehe ich auch den Schnitter an. Ich muss mal gucken, wie es generell insgesamt aussieht. Für den Paladin muss ich aber noch ein bisschen rumgucken. Wie gesagt, da fehlen die Armschienen und natürlich auch die Rüstung an sich. Ja, zwei Gebiete haben wir noch, ne? Ich hoffe, ich finde die dann noch irgendwie. Und ja. Ah, kann ich ja auch noch mal ver... Ah, okay, gut. Jetzt fehlt mir dreimal Titan. Gut, okay. Vielleicht ist das ja irgendwo noch mal auffindbar. So, hier haben wir den Raubzug. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Okay, mit fünf Reichtümern sogar. Nicht mit vier, sondern mit fünf. Das ist ja noch besser. So. Raubzug beginnen. Blute du! Und das Paladin-Set muss ich ja auch noch generell noch einmal aufstufen. Dafür müsste ich noch mal zu einem Schmied. Das machen wir dann auch noch mal später. Ich war bis jetzt noch nicht wieder im Anfangspunkt, sag ich mal, des DLCs. Ich vermute mal, da finden wir auch einen Schmied. Hoffe ich mal. Nicht, dass ich deswegen extra noch mal wieder zurück nach Herfnachtorpen muss. Das wäre schlecht. Achso, oh, hoppala. Das ist ja einer meiner Wikinger-Kumpel. Aber der hier nicht. Greif an! Verlieren wir keine Zeit! Genug jetzt! Was ist mit dem hier? Wow. Das war knapp. Man muss hier doch irgendwie reinkommen können. Ach da. Na, vielleicht sollte ich hier erstmal den da oben loswerden. So, der ist hinüber. Voll eher
du. Ja, wir haben auch schon eine Sense gefunden. Ist nicht mein Fall und vor allem ist auch eine blutige Sense und ja, ich bin nicht so für blutige Waffen natürlich. Ich weiß, es kann immer mal passieren, dass da Blut dran kleben bleibt, auch in echt, ne? Aber man kann es ja auch theoretisch abwaschen, oder? Und ich mag auch lieber diese wunderschönen glänzenden Schwerter ansehen, als immer so dieses schmutzige, blutige etwas. So. Einen haben wir da. Okay, da muss mal jemand Hilfe gebrauchen. Immer die mit ihrem blöden Arm. So, ich helfe dir mal. Ah. So, toller, toll. Gerade geholfen. Hat nicht sehr viel geholfen. So. Ab mit deinem Kopf. Denke ich mal, dass der Kopf eben abgegangen ist. So. Hier kann man einfach rein und da ist eine Truhe. Und ich brauche einen Schlüssel. War ja klar. Na, wo ist der Schlüssel denn auffindbar? Ich bring dich um! Ach, da hinten. Gut. Dann geht's weiter. Kämpft zusammen! Ey, ich wollte ausweichen. Na los, ihr Klötze! Bewegung! Bäm! Wo leer du in Bewegung? Hier kommt ein Schicksal! Bäm! Oh, nochmal! Husch! Los, hinter! So. Blut. Da ist auch noch ein Fähigkeitenbuch. Naja, Fertigkeitenbuch. Fähigkeit und Fertigkeit ist ja hier, ja, unterschiedlich eingegliedert. Immer diese großen Gegner. Du entkommst uns nicht! Doppelstoß. Wie kam denn der gerade eben so schnell von da unten wieder runter? Von da oben wieder runter? Also heftig. Okay. Wo ist jetzt die Kiste? Das lässt du sein. So. Thank you very much für deine Hilfe. Thank you very much for help. Wenn ich einmal angefangen habe mit Englisch, sollte ich das ja weiterführen, ne? Und nicht einfach so auf Deutsch wieder weiter wechseln. Naja, gut, egal. So. Weiter oben. Weiter oben. Ah, hui. Okay, okay, okay. Hier ist eine Treppe. Was flüstern denn? Was flüstert ihr denn so? Habt ihr was zu verheimlichen, ihr Leutchen? Noch weiter hoch. Noch weiter hoch? Okay. Ah, so, im Turm. Im Turm selbst. Okay, da kommen wir jetzt auch nicht unbedingt ran. Das heißt, ich muss hier irgendwie
Hä? Muss ich von ganz oben ran? Das kann natürlich auch sein. Da ist ein Fenster. Das muss ich wegschieben. Das hier auch. Und dann muss ich hier durch das ganz kleine Pupsi-Teil hier durch. Gut. Dann muss ich eben Pfeil benutzen. So. Und da ist er auch, das gute Stück. Goldene Flamme. Das hört sich ja interessant an. Goldene Flamme. Oh, sogar Stufe 2 sogar schon. Cool. Befestige einen Sprengsatz an deinem Gegner, der nach kurzer Verzögerung explodiert. Verbesserung. Die Opfer können durchhalten von L, weiß ich nicht, Steuerkreuz oder so, gedreht und weggeschubst werden. Aha. Hoppala. Nein, das wollte ich nicht. Nein, was habe ich gemacht? Ich wollte das nicht. Scheiße, was habe ich vor? Was war das da vorher? Mist. Was hatte ich denn jetzt da vorher? Das hier, ne? Oh, ich wusste es. Eigentlich wollte ich gerade nur wegmachen. Und dann ging das nicht. Weil ich ja dadurch auch zuweise. Durch Kreis. Und ich dachte, ich kann damit zurückgehen. Konnte ich nicht. Okay. Ja, ich bin immer noch nicht so wirklich weiter hier beim Raubzug. Immer noch eine Viertelstunde irgendwie schon. Irgendwie brauche ich für einen Raubzug immer mindestens eine Viertelstunde. Weswegen auch immer. So. Da ist noch was. Ich brauche Hilfe. Habe ich jetzt eigentlich den Schlüssel schon gefunden bzw. erhalten, den ich brauche? Weiß ich gerade nicht. Müsste ich mal gleich mal gucken. Das müsste ich gleich mal nachgucken. Sehen ist der hier auf jeden Fall nicht mehr. Okay, perfekt. Das habe ich jetzt auch. Jetzt fehlen noch 5 Reichtümer. Das sollten wir hinkriegen. Hier vorne ist auch schon wieder ein Opfer. Du stinkst vor Sünde. Aha. Habe ich jetzt hier auch schon sozusagen von meiner Nase. Das heißt, so lange laufen und finden und suchen muss ich jetzt auch gar nicht. Das ist perfekt. Dann kann ich gleich weitermachen mit dem restlichen Sammeln.
Mögest du an Odins Seite gut speisen. So. Jetzt noch mal ein bisschen neu justieren, wo ich denn jetzt genau lang muss. In die Richtung. Gut. So, Kompendium ist auch durch, jetzt die Kirche, sag ich mal. Ich rufe mir mal meine Reittier, meine wunderschöne Raubkatze. Ja, ich war ja generell immer so ein bisschen wolfsfokussiert im Hauptspiel, aber als es dann irgendwie, ja, immer häufiger zu Problemen gab, weil das ja zum Berserker-Set gehörte, da habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, dann nehme ich eben Pferd. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, also irgendwie diese Raubkatze hier entdeckt und jetzt habe ich die Raubkatze. Ich mir. Zieht euch zurück! Dies ist nicht euer Silber! Keine Chance! Das ist unser Silber! Ihr habt es uns gewonnen! Okay, ich keine Ahnung, was hier für sie kämpfen. Das Problem ist. Egal, hilf uns, Fremdling! Wir werden. Jetzt lauf hier nicht immer weg, du blöde Pferdereiter hier. So, der ist weg. Jetzt noch da helfen. Und das nächste Weltereignis ist durch. Oh nein, was ist denn jetzt hier passiert? Alles ist tot oder was? Weg mit dir, du Holz. Was ist das, du Holz? Gemeiner Wicht. Ich könnte mit den Leuten reden und herausfinden, was hier vor sich ging. Das möchte ich ganz gerne wissen, was hier vor sich ging. Hab Dank, Fremdling. Wir haben ihre Stärke unterschätzt. Ohne dich hätten sie uns niedergemacht. Man trifft selten auf gewöhnliche Leute, die bewaffnete Soldaten ausrauben. Das ist unser Silber. Sie haben es uns genommen. Sie haben die Steuern erhöht und wollten das Geld für sich behalten. Du hast uns zwar geholfen, aber wir werden nicht mit dir teilen. Lässt du uns auch sicher ziehen? Dafür geben wir dir eine Karte, die wir den Männern des Gouverneurs abgenommen haben. Wohin führt sie? Der Gouverneur hat ein Haus im Norden. Die Karte zeigt einen Geheimeingang. Stell dir vor, was es dort zu holen gibt. Wir hatten vor, es selbst zu plündern, aber ich versprach dir eine Belohnung. Ja, also ich bin mit der Karte zufrieden. Nimm das Silber und gib mir die Karte. Danke, Fremde. Eine Karte zu einem Geheimeingang, wo der wohl hinführt. Im Norden, sagte er. Ja, dann laufen wir da nochmal schnell hin. Beziehungsweise hier sind wir auch kurz davor bei einem Reichtum. Den holen wir uns dann nochmal zuerst. Ich sollte mein Gesicht verdecken. Ja, hier gibt es hier ein paar Macken in Soissons. Oder wie der Ort auch heißt. Ich mach das schon. Bäh. Es gibt keine Pferde. Ey, ey, ey. Und was? Ich bin doch gerade ausgewichen, ey. Sie wurde wohl verriegelt. Mit einem Schlüssel, den ich noch nicht habe. Schaffen wir. Weiter so. Ja, oder aber wieder mit einem Bolzen, den ich erst wieder wegballern soll. Was ist das hier? Ey! Was
was sind das hier für Punkte, die immer auftauchen? Okay. Das ist einer zum Aufschießen. Schnapp ich mir, du Hasenfuß. Achtet auf hinten. So. Jetzt habe ich wieder ein paar Pfeile zu viel verwendet, aber ich war auch so gerade ein bisschen in der Hektik, weil ich mich nicht erwischen lassen wollte von dem Typen. Ach du meine Güte. Gleich ist es vorbei. Ja, für euch. Ich hab mir's geschafft. Sag mal, ihr blöden Speerträger immer, ich hasse euch. Alter, jetzt lasst mich mit Felix in Ruhe, Mann. Weiter Druck machen. Der Teufel hole dich. So, jetzt lasst mich in Ruhe. Hallo, ich lass doch los, meine Güte, ey, boah. Meine Güte. So. Jetzt müsste ich da rankommen. Perfekt. So, jetzt noch mal schnell da oben in den Norden. Raubkatze, wo bleibst du? Ey! So. Mal sehen, wo dieser Geheimgang ist. Pass auf, du Arschling! Du Arschling! Also das Wort habe ich ja noch gar nicht gehört. Arschling. Hey, was? Dauert nicht lang. Ich brauche gar keinen Geheimgang. Oder doch? Fertig. Ich kann hier einfach rein und dann muss ich nur noch einen Weg nach unten finden. Achtet auf hinten. Okay. Dann brauche ich doch einen Geheimgang. So entkommst du mir nicht. So. Oh, ernsthaft. Jetzt brauche ich auch noch einen Schlüssel dafür. Da denke ich mir, okay, cool. Da bin ich so einfach dann da schon hingekommen. Und nein, ich brauche dafür noch einen Schlüssel. An den ganzen Tag hin. Dann darf ich einen Schlüssel erstmal mal suchen. Ach, da oben ist der. Okay, das heißt, ich brauche nicht unbedingt eine Waffe, Wache töten, um ihn zu bekommen. So. So einfach ist das. Hier noch was sammeln, da noch was suchen. Ich wollte gerade sagen, ich will das plündern und nicht mehr lesen. So. So, jetzt aber runter, um dann das Ausrüstungsstück dazu holen. Ah, Hilfe, nicht um hier die blöden Ratten, Mann. Oh, nee. Dann habe ich auch noch diesen blöden
wilde Ding hier vor mir. Was soll das denn? Juhu, jetzt bekomme ich so viele Sensen, aber ich möchte auch gerne das Paladin-Set vollständig bekommen. Naja, gut, okay. Dann dauert es eben noch ein bisschen, bis ich das Paladin-Set vollständig kriege. Aber es ist ja so, ich habe ja noch ein paar Chancen, ne? Zumindest habe ich noch eine Chance in dem Gebiet hier. Wenigstens ein Teil noch zu kriegen. Nicht wahr? Irgendwo hier oben? Irgendwo war doch hier gerade noch so ein... Ach, egal. Hol ich ein anderes Mal. Das muss der Ort sein, den die Bauern erwähnten. Eine Prägestätte. So, so. Und ich habe mich gerade schon gefragt, wann denn jetzt überhaupt irgendwie so ein Kommentar kommt, ne? Von den Bauern, so generell. Aber ja, jetzt zu spät, ne? Jetzt habe ich das ja schon bekommen, was ich wollte. So, mein Reittier schon mal wieder abgehauen. Und da ist es unterwegs. So. Hey, lern mal reiten, du Arsch! Lern du mal reiten auf einer Raubkatze. Und dann wollen wir mal weiter sabbeln, ne? Auf einem Pferd reiten kann jeder. Aber auf einem Wolf oder auf einer Raubkatze? Ne, das kann nicht jeder. So, ich möchte mal ein bisschen schneller durch. Ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder gegen irgendwelche Typen kämpfen zu müssen. Sorry. Hey, gerade in das Fuß. Möchtest du jetzt vielleicht wieder ein ganz klein bisschen schneller laufen? Danke, Katze. So, gleich haben wir den Aussichtspunkt, den dritten, in dem Gebiet. Und wir sind auch schon wieder an einem Stützpunkt der Rebellen gleich angekommen. Ist auch schön. Sparnakus. Hört sich etwas ähnlich an wie Spartakus. Sparnakus. So, jetzt habe ich dich erkannt. Du weißt, wie das läuft. Löse ein, zwei Probleme für uns und wir belohnen dich. Ja, das kenne ich ja von euch schon. Komm jederzeit wieder, Eivor. So ein bisschen was für mich allein, für mich nachher. Da. Noch eine Etage höher, bitte, Eivor. Und dann den Turm hoch. Aber generell, der Umhang finde ich ganz gut von dem Paladin. Oh, das ist so ein Opal. Ja. Ich frage mich, wie der aussieht, wenn man ihn auf Maximum hochlevelt. Sollte man vielleicht aufhören, immer so zu sagen.
Das habe ich jetzt schon keine Ahnung wie oft gesagt. Aber gut, dass ich das selber merke, ne? Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Ah, okay, da ist eine Tür. Ich muss auf die andere Seite. Die ich erstmal aufmachen soll. Juhu. Oder aber ich kletter einfach hier durchs Fenster. Da. Ich wollte gerade sagen, diese Tür. Treppe? Bist du, Raubkatze? Da. Was Attendanz? Nur noch zwei Reichtümer und ein ein Rätsel. Ja, gut. Dann holen wir jetzt den Reichtum von der Ecke da. Und dann geht es schnurstracks in Richtung des Schlüssels, denn der Schlüssel, beziehungsweise eher nicht der Schlüssel, aber auf jeden Fall bei dem Bruderschaftshaus, da gibt es sicherlich noch ein Ausrüstungsstück für uns. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist mir in dem Fall eigentlich relativ egal. Hey, was? Du bist tot! Ich schütze dich! Oh Mann, das war ja wieder klar. Hoppala. Nein, nicht runterfallen. Hey, jetzt stirb ich, kümmere mich. Ich will weg hier! Hilfe! Ich will weg hier! Lass mich hier raus! Von seinem Ast! Ha ha ha! Du kommst hier nicht rein! Aber ich glaube auch nicht mehr raus. Doch. Doch, ich komme hier gleich raus. Cool, noch eine Falle.
weg. Perfekt. Jetzt nur noch den Schlüssel und den damit verbundenen Schatz, beziehungsweise da fehlt ja noch ein Weltereignis, ein Rätsel auf uns. Möglicherweise ein Reimduell. Ich habe vergessen, wie die heißen, deswegen habe ich nur einfach nur Reimduell gesagt. Was ist denn? Ach ja, stimmt, ja. Genau, das ist die Ruine. Ja, die Ruine. Ja, genau, die Ruine. Die Ruine selbst ist ja das Weltereignis. Und wenn wir das gelöst haben, dann... Ah! Wow. Uhu. Gut, dass Ava überlebt hat. Stark genug gewesen ist. Sesam, öffne dich. Hier warten bestimmt ganz viele Ratten wieder auf uns, oder? Ja, was sag ich? Brauche ich nicht so ein Ding. Einfach das hier und dann fertig. Ich habe Schlüssel. Dann setze ich sie mal ein. Anordnung zum Rückzug. Brüder, mit dem Rückzug der Bruderschaft aus Britannia nach dem Tod von Imperator Honorius findet auch unsere Arbeit hier in Paris ein Ende. Der kalte Wind, der von Britannia herüberweht, hat unsere Küsten erreicht. Wie Magister Vitus sagte, müssen wir uns zurückziehen, neu formieren und uns den Orten widmen, wo man uns am dringendsten braucht. Alle Verborgenen werden angewiesen, Paris umgehend zu räumen. Das Bruderschaftshaus wird versiegelt und die drei Schlüssel werden in den Ruinen. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen, aber ich lese trotzdem weiter. in den Ruinen von Chapleau, Dividurum und Gisai versteckt. Vielleicht werden sie in Zukunft, wenn die Missverständnisse vergessen sind, von anderen benötigt. Vitus heißt alle, die diese Reise auf sich nehmen, im Bruderschaftshaus in Colonia willkommen. Alle, die sich dafür entscheiden, werde ich dort wiedersehen. CC. Ja, Colonia. Colonia. War das nicht irgendwie so ein altertümlicher Name von dem heutigen Köln in Deutschland? Das wäre doch irgendwie schon sehr nice, wenn der nächste AC... Teil in Deutschland spielt, beziehungsweise in einem altertümlichen Gebiet des heutigen Deutschlands. Also früher war es halt nicht Deutschland, früher war es Germanien, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. gibt da so viele verschiedene Namen. Ghoul-Atem. Huhu. Jo, Reichtümer haben wir jetzt durch. Rätsel haben wir jetzt durch. Jetzt haben wir alles durch. Ist doch super. Ist doch super. Dann fehlt nur noch Paris. Lasst mich hier durch, ihr blöden Viecher. Ich frage mich ja, was diese Umrandung bedeuten soll.
weiter. Gesundheitsanzeige. Ich weiß, das habe ich gesagt, dass ich das alleine machen möchte, aber wenn ich jetzt hier schon an der Ecke bin, dann kann ich auch genauso gut diese eine Mission schon mal beenden. Und ja, generell ist ja an sich genau die gleiche Mission wie sonst auch immer von den Räder. Missionen immer irgendwas töten, irgendjemanden töten oder jemanden befreien. Hä? Falscher Knopf, ich wollte gucken, wo ich den jemanden finde. Was siehst du? So, da vorne. Ich muss mich in Acht nehmen. Während ich jetzt hier schon mal auf dem Weg bin, mein Ziel zu töten, kann ich ja schon mal Danke sagen fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls es so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet oder vielleicht sogar ein Abo. Zur Unterstützung natürlich. Genauso gut könnt ihr auch einen Kommentar da lassen. Ja. Alle möglichen Kommentare, bis auf die ganzen komischen Hinweise auf merkwürdige Seiten. Aber sonst bin ich offen für alles Mögliche an Kritik. Positiv, negativ. Einfach generell nur so ein paar Wissensfragen oder so zum Spiel. Ich bin da offen. Ich bin. Ja, da könnt ihr mich ruhig fragen. Generell würde ich mich auch freuen, wenn ihr weiterhin meine Let's Plays anschaut, vielleicht auch frühere Parts nochmal anschaut, die Fehler, die dich hier da reinschnallt. Mir was Gutes tut für den YouTube-Algorithmus, damit meine Videos noch mehr Leuten angezeigt werden und ja, hoffentlich entscheiden die sich dann auch für ein Like oder für ein Abo. Beziehungsweise generell, ihr könnt auch Kommentare schreiben, die mir sagen, wo ich mich generell noch verbessern könnte für meine Let's Plays. Oder was ihr gerne mal sehen wollt. Vielleicht kann ich das ja auch in kurzer Zeit erfüllen. Da bin ich ja offen für. Ich möchte ganz gerne wissen, ja, was das denn generell braucht, um ein Abo von euch zu erhalten. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Beim nächsten Mal erkunden wir Paris. Auch ein bisschen Geschichts... Ja, ein bisschen storymäßig natürlich, ne? Da geht es wirklich storymäßig dann weiter. Also, naja, erst werden wir wahrscheinlich erstmal hier wieder alles sammeln. So gut es geht natürlich. Und dann die Story weitermachen. Endlich! In die Armensiedlung von Paris. Und ja, generell mit dem Widerstand. Ja, da können wir auch nochmal so 2-3 Missionen zusammen machen. Mal schauen. Wir werden sehen. Ich sagte schon, schönen Tag. Dann sag ich nochmal generell einen schönen Abend, schönen Morgen. Wir sehen uns. Ciao.